Spaghetti Carbonara sind so ein richtig klassischer Streitpunkt in der Küche. Mit Sahne, ohne Sahne oder vielleicht mit Pilzen. Heute finden wir heraus, welcher Starkoch das beste Spaghetti Carbonara Rezept hat. Es treten an Jamie Oliver, Gordon Ramsay und Steffen Hensler, der hoffentlich heute nicht schon wieder gewinnt. Wir haben uns Burger angeschaut, wir haben uns Bolognese angeschaut. Ich habe richtig Bock, heute herauszufinden, wer die perfekten Spaghetti Carbonara macht. Deshalb legen wir direkt los mit dem Rezept von Jamie Oliver. Wenn wir uns die Zutaten anschauen, dann sehen wir traditionelle Zutaten. Ich mag, um ehrlich zu sein, sehr gerne traditionelle Spaghetti Carbonara, das heißt ohne Sahne. Ich bin aber geschmacklich auch offen für Versionen mit Sahne. Deshalb werde ich mich heute wirklich nur auf den Geschmack konzentrieren und natürlich auf die anderen Faktoren der Bewertung. Wir haben Guanciale, schwarzen Pfeffer, Pecorino, also Schafskäse, Eier und eine Knoblauchzehe. Die ist, glaube ich, das Einzige, was nicht ganz traditionell ist. Sehr interessante Techniken bei diesem Rezept. Ich nehme hier erstmal meinen schwarzen Pfeffer in Körnern und fülle ihn in einen Mörser. Mörser die jetzt grob, denn wir wollen ein Pfefferpulver erhalten, welches wir dadurch bekommen, dass wir mörsern und anschließend sieden. Das reicht schon. Ihr seht, wir haben jetzt grobe Pfeffersplitter und im Inneren des Pfeffers diese feinen pulverartigen Moleküle, die wir jetzt verwenden werden, um laut Jamie den scharfen Part vom Pfeffer für unser Gericht zu haben. Jetzt will ich mal gucken, ob das so gut funktioniert, wie Jamie es sagt. Oh ja. Guck mal, da fällt direkt schon was durch. Das ist jetzt die Essenz des Pfeffers, die wir für unsere Carbonara brauchen. Nudelwasser kocht und ist gesalzen. Wir geben unsere Spaghetti hinein. Die brauchen 12 Minuten. Wir kochen die komplett al dente. Als nächstes kümmern wir uns um unsere Guanciale. Dafür schneide ich mir 2 Daumen breites Stück ab. Wir brauchen wirklich eine ganze Ecke. Und ihr seht schon, Guanciale hat unfassbar viel Fett. Das Gericht hat es wirklich in sich. Ich meine, es ist halt eine relativ traditionelle Carbonara, so wie ich sie schon häufiger gemacht habe. Wer meinen TikTok-Channel abonniert hat, hat es vielleicht schon mal gesehen. Guckt mal in der Beschreibung vorbei. Blog.shop, auch auf Instagram. Kommt ganz bald was auf euch zu. Das Warten hat bald ein Ende. Ich küsse eure Herzen. Ich bin schon sehr aufgeregt deshalb. Achso, und auf Instagram wisst ihr als allererstes Bescheid über alle Updates. Deshalb einfach mal reinfolgen. Pfanne an. In die kalte Pfanne geben wir die Guanciale zu der kalten Guanciale. Eine angesmashte Knoblauchzehe. Wir kümmern uns jetzt um die Sauce. Denn die Sauce besteht aus lediglich einem Ei und Pecorino-Käse. 20 Gramm. Mit super viel geht er nicht ran. Und verquirlen. Der Guanciale kriegt langsam Farbe. Wir geben einen Teil unseres Pfeffers dran. Die Zeit ist gekommen, wir nehmen den Knoblauch raus. Ihr habt richtig gehört, der hat seinen Job getan. Hier drüben machen wir jetzt die Hitze komplett aus und wir geben die Nudeln mitsamt ein bisschen Wasser in unsere Pfanne, bis das Zischen aufhört. Jetzt geben wir nach und nach ein bisschen Nudelwasser dazu. Wir halten langsam aber sicher eine schöne Soße. Jetzt auf der Hitze, Jamie hat dafür so eine eigene Technik, beziehungsweise nee, runter von der Hitze, der schwenkt das die ganze Zeit so, gibt dann beim Schwenken das Ei dazu. Das sind Spaghetti Carbonara. Ich gebe alles, wie es ist, in den Teller. Guckt euch das an. Cremige, emulgierte Schicht um die Nudeln. Dazwischen die knusprige Guanciale. Wir gehen nochmal mit ein bisschen von unserer Pfefferessenz dran und reiben ein wenig frischen Pecorino drüber. Danke, Jamie. Du hast es drauf. Ich sage euch ehrlich, es sieht mindestens so gut aus wie bei Jamie Oliver. Das liegt aber an den Nudeln. Nicht, weil ich besser koche als er, sondern die Nudeln sorgen halt viel mehr noch für eine geile Emulsion. Unten ist wirklich so eine richtig dicke Soße. Wir haben keine Sahne verwendet, ne? Gehen wir mal in die Sauce rein und ich probiere. Mama mia, ey. Das ist ein Anfang. Ich bin froh, dass es mir gelungen ist, weil dieses Ei noch hineinzutröpfeln, während man das Ganze dann die ganze Zeit bewegt, ist schon echt anspruchsvoll. Es hat aber alles geklappt. Denkt euch euren Teil, die genaue Bewertung kommt zum Schluss. Mit allen Kategorien machen wir weiter mit den nächsten Spaghetti Carbonara, die es auch wirklich in sich haben. Kurze Triggerwarnung an alle Italiener. Was ihr jetzt seht, hat für euch wahrscheinlich überhaupt nichts mit einer Carbonara zu tun. Für Gordon Ramsay allerdings schon. Deshalb habe ich auf eine gewisse Art und Weise Hoffnung für das, was wir jetzt kochen. Die Zutaten erstmal. Petersilie, Chili, Parmesan, Champignons, Bacon in Streifen, Erbsen, Crème fraîche, Eier und Knoblauch. Wirklich besser ausschalten, wenn ihr stolz Italiener seid. Ja, wir fangen an mit Bacon. Legen ihn, wie er ist, so dünn, wie er vor allem ist, aufs Brett. Ich glaube, er hat das irgendwie so als Cornwall-Version von Carbonara bezeichnet und hat das dann so in 1,5 cm breite Stücke geschnitten. Ich habe etwas Olivenöl in die Pfanne gegeben, dazu kommt jetzt der Bacon. So ein bisschen Farbe dran bekommen. Als nächstes Knoblauch. Get rid of the bottom. Auch interessant, er gibt jetzt den Knoblauch schon dazu. Und danach erst kommt das, was wir als nächstes schneiden. Und das sind unsere Pilze. Er sagt, nicht ganz dünn schneiden, schon so ein bisschen, dass die noch ein bisschen Biss haben. Jetzt kommt dazu Champignons. Als nächstes eine Chili. Und er sagt, es gibt nichts Schöneres als ein bisschen Schärfe in der Spaghetti Carbonara. Ja, ich meine, die Schärfe hatten wir ja gerade auch.
aber in Form von schwarzem Pfeffer. Das hat noch ein bisschen mehr Sinn gemacht, als jetzt eine Chili zu verwenden. War ein bisschen traditioneller. Er nimmt einfach die ganze Chili und haut die hier dazu. Nudeln ins Wasser, al dente kochen. Hier haben wir langsam Farbe dran. Wie immer sind auch die Originalvideos verlinkt. Falls ihr die Referenzen verstehen wollt, guckt auch bei den Köchen vorbei. One full round. Keep them nice and long. Erbsen rein, gefroren. Das finde ich auch interessant, dass wir Knoblauch roh, dünn geschnitten, so bedeutend viel früher als Erbsen tiefgefroren reinmachen. Das macht auch nicht so viel Sinn für mich. Kümmern wir uns um die Soße. Ein Ei, Parmesan, Crème fraîche und verfüllen. Daran geben wir jetzt ein bisschen Leitungswasser, damit es nicht stockt. Jetzt haben wir eine schöne Konsistenz. Die Nudeln sind fertig gekocht. Wir geben sie mit zu dem... Ist das eine Soße? Noch nicht. Wir geben es mit in die Pfanne. So wie ein, zwei Kellen Nudelwasser. Zack, einmal durchmischen. Wenn ihr es noch zischen hört, ist es noch zu heiß. Gehen wir nochmal mit ein bisschen Wasser ran. Und wenn es nicht mehr zischt, können wir unsere Mischung hineingeben und durchmischen. Petersilie, davon nimmt er auch jede Menge. Wenn wir das jetzt Carbonara nennen, machen wir uns mitschuldig, glaube ich, im Sinne. Guckt euch das an, es sieht verdammt nochmal nicht schlecht aus. Wir landen das Baby mitten darauf. Ein wenig Parmesan noch drüber. Dann nehmen wir uns eine Gabel und bei der Carbonara darf man mit Sicherheit auch mit Löffel essen. Gucken wir uns das Ding mal genauer an. Also wir haben hier das Grün von den Erbsen, die Bacon Chips, schön oben drüber geriebenen Parmesan. Wir haben Champignons. Wir haben auch eine schöne Soßigkeit, muss ich wirklich sagen. Es klingt auch gut. Probieren wir. Boah. Schärfe von der Chili ist schön. Ganz, 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 ganz weit in der Ferne erinnert mich das an Spaghetti Carbonara. Also es hat wirklich auch vom Grundton her nicht so viel vom klassischen Carbonara-Geschmack. Ich glaube, das wird sehr, sehr schwer zu bewerten, oder? Was wir nicht machen wollen, ist die Pasta disqualifizieren, weil sie keine klassische Carbonara ist. Wie ich das Ganze jetzt geschmacklich bewerte, in der Frage nach einer Carbonara, werden wir sehen. Interessant war es allemal. Wirklich, ich esse das mit Herz auf. Richtig lecker. Wir sehen uns zum nächsten Gericht. Und zwar Steffen Hensler. Jetzt ist es Zeit für den Maestro, für Steffen Hensler, für den zweimaligen Gewinner des Star-Koch-Battles. Er arbeitet nicht mit Guanciale in seinem Video, sagt, man kann es auch tun. Wir machen aber alles identisch wie er, schneiden deshalb einen schönen Bauchspeck in grobe, dicke Streifen. Wenn er nicht ganz so viel Fett hat wie Guanciale, gibt Steffen dann etwas Olivenöl in seine Pfanne. Ist das auch wieder eine schnelle Nummer? Das ist eine schnelle Nummer. Eine Sache ist interessant an dem Gericht. Er verwendet Sahne. Nichtsdestotrotz ist das nicht eine klassische deutsche Carbonara, sondern es ist schon irgendwie so ein Mischmasch-Ding. Ihr werdet gleich verstehen, wovon ich rede. Wir trennen Eier und verwenden nur das Eigelb, beziehungsweise nur die Eigelbe. Wir brauchen nämlich 6 Stück. Jetzt haben wir 6 Eigelb in unserer Schüssel und reiben dazu 100 Gramm Parmesankäse. Jetzt geben wir zum geriebenen Käse noch Sahne hinzu, und zwar nicht zu knapp, 150 ml, und verrühren das Ganze zu einer Masse. Schmacklich sollte das auf jeden Fall punkten können. Die Nudeln sind al dente, heißt, das Kochen hat ein Ende. Wir geben sie in die Pfanne und fügen es zusammen. Ich weiß nicht, ob die Mengenangaben 1:1 stimmen aus dem Rezept, weil wir haben gefühlt schon ein bisschen mehr Soße, aber wir haben uns auf jeden Fall an die Angaben gehalten. Ich sag mal ehrlich, mein Schaden tut's nicht, ne? Die Soße ist zwar relativ flüssig, aber ich glaube, geschmacklich gibt die uns alles, was wir wollen. Wir richten das einmal schön an und dann wird probiert. So sieht das bei Steffen aus. Schmecken scheint es ihm zu tun. Aber wir haben halt viel, 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 viel mehr Soße. Er hat in seinem Video nur so einen kleinen Shot verwendet. Und ich dachte halt, weil wir haben es nach Mengenangabe am Ende gemacht, mit 100 ml Sahne ist es sehr viel Flüssigkeit. Aber schmecken wird es bestimmt trotzdem. Schöne gelbe Farbe vom Eigelb. Obendrauf knusprigen Bacon. Gehe hier nochmal richtig schön überall in die Soße rein. Das ist eine geile Sache mit der vielen Soße. Nehmen wir uns eine schöne Gabel und probieren. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Die hat schon viel, viel, viel von einer geilen, auch klassischen Carbonara. Das Einzige, was der addet, ist halt Sahne. Aber ist das schlecht? Das frage ich mich gerade auch. Das sind richtig gute Spaghetti Carbonara. Das waren alle 3 Gerichte heute, auch wenn es teilweise nicht Spaghetti Carbonara waren. Kommen wir zur Bewertung. 3 Kategorien, Aufwand, Kosten und Geschmack, wobei Geschmack doppelt gewertet ist. Fangen wir an mit dem Aufwand. Gordon Ramsay, relativ kleinteiliger Einkauf. Wir brauchen viele verschiedene Sachen, die wir aber alle in einem Supermarkt bekommen. Sein Rezept geht super schnell, wie die anderen auch. 4 von 5 möglichen Sternen. Jamie Oliver, Guanciale zu bekommen, relativ schwer. Schwere Techniken, die man anwenden muss, dieses ganze Emulgieren und so. 3 von 5 möglichen Punkten. Hensler, 5 von 5. Schneller Einkauf, schnell gemacht. Kommen wir zu den Kosten. Es ist immer die gezeigte Portion, die ungefähr gleich groß war. Gordon, 10 Euro, 4 von 5 möglichen Punkten. Jamie, 8,50 Euro, obwohl wir Guanciale benutzt haben, weil einfach so wenig anderes dabei war, 5 von 5 möglichen Punkten. Hensler, 12 Euro,
6 Eigelb sind 6 Eier. 100 Gramm Parmesan, das geht ins Geld. 3 von 5 möglichen. Jetzt ist noch alles offen. Kommen wir zum Geschmack. Wie hat mir das Ganze geschmeckt? Ich muss sagen, die Pasta von Gordon hat mir viel zu gut geschmeckt. Viel besser, als sie eigentlich schmecken sollte. Die Schärfe war geil, die Cremigkeit war geil. Sogar Pilze und Erbsen waren eigentlich nice. Ich habe mich entschieden, 8 von 10 Punkten zu geben. Jamie, 9 von 10. Kranke Cremigkeit, Originalzutaten, Schärfe vom Pfeffer. Das war richtig geil. Viel mehr kann man nicht machen, das stimmt. Einer bleibt noch übrig. Schafft es Steffen Hensler wieder? Heute nicht. 8 von 10 möglichen, weil irgendwie es war zu flüssig. Es hatte nicht so diesen super intensiven Geschmack, weil es sehr gestreckt war mit der vielen Sahne und so. Das war es heute nicht. Wir dürfen aber Jamie gratulieren, der das wahrscheinlich niemals sieht und den es auch überhaupt nicht juckt. Trotzdem herzlichen Glückwunsch, Jamie, an dieser Stelle. Krankes Rezept, kann ich jedem empfehlen. Danke fürs Zusehen. Hier an der Seite gibt es ein für dich vorgeschlagenes Video. Darunter kannst du den Kanal abonnieren. Es war wieder ein pastareicher Tag. Bis zum nächsten Video. Pasta la vista, ne?